In dem heutigen Video soll es um George Herbert Mead gehen, weshalb ich nun ein paar Dinge über seine Biografie nennen werde. George Herbert Mead lebte von 1863 bis 1931. Er machte seinen College-Abschluss, wurde dann Lehrer und später Ingenieur. Er studierte Philosophie, Psychologie und Soziologie. Sein Hauptwerk, was sehr bekannt ist, heißt Geist, Identität und Gesellschaft. Er selbst hat seine Theorie immer wieder umformuliert. Er verknüpfte in seinen Überlegungen Einsichten der Soziologie und der Psychologie. Seine Aspekte betrachtete er aus einer philosophischen Perspektive. Er analysierte soziale Verständigungs- und Interaktionsprozesse, um herauszufinden, wie Menschen ihre Handlungen aufeinander abstimmen. George Herbert Mead wird der symbolische Interaktionismus zugeschrieben, was so viel bedeutet, wie dass eine Situation oder Handlung ihre Bedeutung erst erhält durch Kommunikation. Mead ist der Auffassung, dass Lebewesen sich ihre Welt über Kommunikation erschließen. Unterschieden wird hierbei jedoch zwischen Menschen und Tieren. Nach Mead reagieren Menschen sowie auch Tiere auf Zeichen. Zeichen sind Sinnesreize, die instinktive Reaktionen auslösen. Zum Beispiel hört man einen Donnerschlag, so zuckt man zusammen. Genauso wie bei den Zeichen ist es auch bei den Gesten. Tiere und Menschen reagieren auf diese. Mit diesem Begriff Geste meint Mead eine Haltung, die in einer gesellschaftlichen Handlung als spezifischer Reiz auf ein zweites Individuum wirkt, worauf dieses wiederum eine Geste bzw. Reaktion zeigt. Tiere jedoch können ihre Reaktion nicht verändern. Sie reagieren, wie es die Natur vorgegeben hat. Menschen sind jedoch in der Lage, ihre Reaktion ändern zu können. Sie können sie verzögern und Gesten interpretieren. Diese Verzögerung erfolgt im Prozess des Denkens. Abschließend kommen wir zu den Symbolen. Nach Mead sind Menschen die einzigen Lebewesen, die Symbole verwenden. Menschen können den Sinn hinter einem Objekt erkennen, der teilweise aus der individuellen Erfahrung erlernt wird. Zudem sind Menschen die einzigen Lebewesen, die signifikante Symbole verwenden. Dies ist ein Symbol, welches einer Bedeutung in der Erfahrung des ersten Menschen entspricht und diese Bedeutung auch im zweiten Menschen hervorruft. Das beste Beispiel für ein signifikantes Symbol ist die Sprache. Die menschliche Sprache ist für Mead von großer Bedeutung, um auf hohem Niveau kommunizieren zu können und um unsere Fähigkeit der Rollenübernahme auszubilden. Nach Mead ist die Sprache und somit das menschliche Denken nicht allein dafür nützlich, anderen etwas klarzumachen, sondern es dient auch dazu, sich selbst zu verstehen, sich seiner eigenen Handlung bewusst zu werden und somit sein Selbstbewusstsein ausprägen zu können. Der Weg der Kommunikation ist die Voraussetzung für die Gewinnung von Identität, auch Self genannt, denn man muss sich erst aus der Sicht eines anderen gesehen haben, um sich seiner Identität bewusst zu werden. Im Verlauf der Sozialisation muss die identitätsstiftende Fähigkeit, also das sich hineinversetzen in andere, sowie das Anpassen der eigenen Handlung auf die Haltung der anderen erlernt werden. Nach Mead geschieht dies in zwei sozialen Phasen während der Tätigkeit des Spielens. Die erste Phase ist das Play. Mit Play bezeichnet Mead das Rollenspiel des Kindes. Im nachahmenden Spiel übernimmt das Kind Rollen von wichtigen Bezugspersonen. Diese Bezugspersonen heißen nach Mead auch signifikante andere. Die Kinder denken und handeln im Rollenspiel von dem Standpunkt der Bezugsperson. Die Handlungen, welche das Kind von der anderen Person übernimmt, stellen Reize dar, die zu einer Reaktion führen, welche identitätsstiftend ist. Dieses soeben genannte Reiz-Reaktionsschema wird nun so lange weitergeführt, bis das Rollenspiel zu Ende ist. Wir haben hier also einen Dialog, der mit Hilfe von Gesten geführt wird. Das Kind bekommt ein Gefühl für die Rolle und für sich selbst. So kann sich eine plausible Identität bilden. Die zweite Phase wird Game genannt, das Wettkampfspiel mit mehreren Personen. Anders als beim Play muss das Kind die Haltung aller am Spiel beteiligten Personen übernehmen können. Nimmt man als Beispiel einen Teamsport wie beispielsweise Hockey, so ist klar, dass alle Mitspieler der Mannschaft dasselbe Ziel haben, und zwar das Gewinnen. Um dies zu erreichen, ist jedoch eine Perspektivübernahme vorausgesetzt. Um in einer Reaktion angemessen zu reagieren, wenn beispielsweise der Torwart einen Ball abwehren muss, muss er sich in die Rolle des Stürmers hineinversetzen, ihn also zum Teil seines Selbst machen.
Wie man hier sieht, müssen nicht alle Rollen gleichzeitig im Bewusstsein abrufbar sein, sondern zu einem gewissen Zeitpunkt. Jedoch gibt es auch Situationen, in denen man mehr als nur eine Rolle gleichzeitig einnehmen muss. Die organisierte Gemeinschaft, die dem Einzelnen seine einheitliche Identität geben kann, nennt Mead der oder das verallgemeinerte Andere. Richtet man den Blick nicht auf eine spezifische Situation wie gerade das Hockeyspielen, sondern übernimmt man eine generelle Haltung, ein Bild, dass man in einer Gesellschaft von einer bestimmten Rolle oder einem bestimmten sozialen Zusammenhang hat, so spricht man von einem generalisierten Anderen. Nun kann man auch die Haltung einer größeren sozialen Gruppe zu einem Teil seines Selbst machen. Nach Mead ist hier die Endstufe der Entwicklung der Rollenübernahme erreicht.